Die Fecker Cardinals unterwegs zu ihren nächsten Spielen, dieses Wochenende auswärts in Attnang-Puchheim. Gegen die Athletics musste man sich zu Hause zweimal geschlagen geben, somit sehr wichtige Spiele für die Cardinals. Man geht als klarer Außenseiter in die Partien, doch was sagen die Spieler der Cardinals dazu? Moritz Bickel, wie wichtig sind die Spiele gegen die Athletics? Ja, ich glaube, sie sind jetzt schon ziemlich wichtig, weil wir haben letztes Mal gegen die Vikings ziemlich stark gespielt und gute Offense gehabt. Und ich glaube, wenn wir das heute auch wieder so zeigen, dann haben wir eine gute Chance, wieder 2 zu gewinnen. Was sind deine persönlichen Ziele für die heutigen Spiele? Ja, ich bin erst vor kurzem in die erste Mannschaft aufgestiegen, als Catcher. Und meine Ziele sind einfach jetzt, meinen Job zu erledigen, Bälle zu blocken und gute Würfe auf 2 zu machen. Lukas Romberg, seit letztes Jahr erst mit Baseball begonnen, heuer schon auf dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft. Dieses Wochenende gegen die Athletics, vielleicht die erste Chance. Lukas, wie hast du dich darauf vorbereitet? Ja, allgemein ist zum Sagen, dass wir uns als Team und als Mannschaft sehr gut auf das Spiel vorbereitet haben, beziehungsweise auf beide Spiele. Wir haben trotz mäßigem Wetter sehr intensive Trainingseinheiten gehabt. Und ich glaube, jedem ist klar, was das Spiel heute zum Sieger hat und wie wichtig das für den ganzen Verein ist. Wenn du heute zum Zug kommst, was sind deine Ziele? Ganz klar ist es, heute alles zum Gier, das Bestmögliche zum Tour, um routinierte Bälle zum Fangen in der Schlagleistung, möglicherweise einen Hit zum Erreichen, wäre natürlich mein persönliches Ziel. Und einfach darauf hoffen, dass alles gut geht.